Im April 2009 fand in Maishofen das achte und letzte Modul des Projektes Jungzüchterprofi statt. In nur 3 Tagen lernten die Teilnehmer, wie sie ein Rind für eine Auktion oder Ausstellung optimal vorbereiten können. Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, am lebenden Tier zu lernen und zu üben. Die Rinder organisierte der Rinderzuchtverband Salzburg aus den umliegenden Betrieben. Ja, beim Jungzüchterprofi handelt es sich um eine österreichweite Ausbildung von der Rinderzucht Austria für unsere österreichischen Jungzüchter. Diese Ausbildung wird unterstützt vom Lebensministerium, von der Landjugend und natürlich von der österreichischen Jungzüchtervereinigung. Die Ausbildung ist eine Kombination aus fachlichen Weiterbildung, persönlichen Weiterbildung und natürlich immer in Kombination mit der Praxis. Die Inhalte werden innerhalb von 8 Modulen gelehrt, wobei die großteils an den Wochenenden, sprich Samstag und Sonntag, durchgeführt werden. Zu Beginn des ersten Tages wurden die Tiere den Teilnehmern durch Losentscheid zugewiesen. Da sie direkt aus den Laufstellen kamen, wartete viel Arbeit auf die Jungzüchter. Die ersten Spaziergänge erinnerten noch stark an ein Rodeo. Durch das ruhige und fachmännische Training harmonierten die Teilnehmer aber schon bald perfekt mit ihren Tieren. Die Referenten Erika Rinjefeld und Adrian Steinmann zeigten alle Arbeiten in der Gruppe vor und erklärten den richtigen Umgang mit den Rindern. Die Jungzüchterschule ist für mich ein ganz gutes Projekt. Ich denke, dass hier auch Leute zum Zuge kommen, die sonst vielleicht nicht so viel anschauen sind. Aber die haben hier mal die Möglichkeit, das auszuprobieren. Und wer weiß, da können vielmals versteckte Talente gefunden werden. Wir haben begonnen am ersten Tag mit Tiere waschen und dann mal das Grobe zu scheren am Körper. Am zweiten Tag haben wir dann begonnen, die Toplines aufzuziehen und gezeigt, wie man die Toplines aufzieht. Auch die Fütterung und all das kam natürlich nicht zu kurz, um Ihnen zu zeigen, um was es wirklich drauf ankommt bei der Fütterung. Und auch das Vorführen, respektive der Showmanship, wurde natürlich auch geübt. Gearbeitet wurde in einzelnen Teams, deren Zusammenstellung ebenfalls ausgelost wurde. Ausschlaggebend für die Teamwertung war neben der Arbeit mit den Tieren auch der Teamgeist. Die Gruppen waren bunt gemischt mit Teilnehmern aus allen Regionen. Das Projekt verbindet so die Jungzüchter über die Bundesländer und Bundesgrenzen hinaus. Mein Betrieb ist in Arntal, in Pustertal. Wir sind auf 1400 Höhenmeter und haben 16 Melchkühe und das Jungviech. Ja, mich freut es auch, dass Sie als Südtiroler überhaupt da teilnehmen darf. Ja, der Eindruck ist ganz gut. Super Truppe ist aber da noch und man lernt viel andere Kollegen kennen und Berg. War voller Stress. Nachtwache haben wir machen müssen. Das war voll die Gaude. Jetzt sind wir alle ein bisschen müde, aber es wird heute schon auch noch gehen. Und ja, und halt viel scheren haben wir müssen. Und ich habe eine Topline noch nie gemacht und für mich war das eine total neue Erfahrung, das zu machen. Der Jungzüchterprofi ist absolut top. Also man lernt wirklich Sachen, was man in der Praxis brauchen kann. Das sieht man da jetzt wieder vom Stylen her an zu Sachen. Und das Tolle ist auch, dass man wirklich Gleichgesinnte kennenlernt. Also andere junge Bauern, die das gleiche Interessen haben. Und das taugt man schon, weil es ist sonst nicht so leicht, dass man mit denen wirklich einmal zusammenkommt. Und letzten Tag der Veranstaltung konnten die Jungzüchter ihr Vorführgeschick anhand der von ihnen perfekt gestylten Tiere im Schauring zeigen. Wir sind da gerade bei der Katharina Moser. Die Katharina hat gerade den Reservesieg im Vorführwettbewerb geholt. Ja, wie hast du das geschafft? Ja, ich weiß auch nicht.
Ich kann mir das irgendwie selber gar nicht erklären. Es hat einfach gepasst. Ich bin bei einem Jungzüchterclub Braun für Holstein. Der gehört zu den RZO-Jungzüchterclubs. Dabei sei du seit der vierten Volksschule. Christian hat gerade deinen Vorführgesamtsieg vom Jungzüchterprofi 2009 geholt. Ja, wie fühlst du dich? Ja, glücklich. Ich bin schon froh, dass jetzt hinter mir hin, weil es war halt echt Anspannung davor da. Und jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. ZAR-Obmann Anton Wagner gratulierte den Jungzüchtern zu ihrer hervorragenden Arbeit. Also ich kann nur meine Begeisterung zum Ausdruck bringen und möchte den Jungen viel Glück, viel Freude, dass diese Ausbildung sehr, sehr lange wirkt, auch in ihr späteres Leben hinein. Also wir erwarten uns schon, dass aus den Jungzüchten dann auch später Funktionäre herausgehen. Funktionär sein heißt, wir Verantwortung übernehmen. Und wenn unsere Verantwortungsträger zukünftig einfach besser geschult sind, rassenübergreifend zu denken, verbandsübergreifend, länderübergreifend, dann kann das nur eine tolle Zukunft werden für die österreichische Rinderzucht. Ab Herbst 2009 werden wieder alle Module des Jungzüchterprofis in verschiedenen Bundesländern angeboten. Die aktuellen Termine zu den einzelnen Modulen finden Sie unter www.jungzüchter.at.